Vampyros, hä? Vampyros, wir baden die Kacke vom letzten Mal aus. Es geht weiter mit rote Ströme. Wir baden die Kacke vom letzten Mal aus. Würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Punkte. Vielleicht auch nicht. Bedenklich, Alter. Ich habe keinen Bock auf bedenklich. Vermisst. Alle vermisst. Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir mal den direktesten Weg, oder? Ich glaube, zu dem schlimmsten. Ja, Miet ist bei mir. Fuck, Alter. Wir haben es verkackt. Ist die Oma noch da mit dem Dude? Ja, die zwei sind noch da. Da ist wieder frisches Blut. Wie kommen wir denn da rein? Hä? Die Türen sind zu. Wie kommen wir da hin? Ja, hier rüber. Boah, was? Fuck, Alter. Alter! Das war ein einseitiger Kampf. Die haben mich regelrecht zerrissen. Deswegen sage ich ja, wir baden die Kacke vom letzten Mal aus. Keine Chance. Die schaffe ich nicht. Hier unten soll ein Ereignis sein. Aber ich laufe erstmal hier links, hier nach vorne. Boah. Fuck, Alter, die haben mich ja richtig. Die haben mich ja einfach nur zerstört gerade. Die haben mich ja einfach zerstört gerade. Wir füllen jetzt erstmal unser Blut wieder auf, weil uns geht's nicht mehr so gut. Lodi Paxton. 30. You
Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Absolut keine Chance. Absolut keine Chance. Das ist Giselle Paxton. Alter. What the fuck, Alter? Spawnen die einfach direkt hinter mir. Das Gebiet ist ein bisschen schwieriger geworden. So, wir haben Giselle Paxton. Keine Punkte gekriegt. Doch, 1000. Sie war mehr wert. Die war deutlich mehr Punkte wert. Wo sind wir hier? Ach, da sind wir wieder. Boah, das Gebiet hat's jetzt echt in sich, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, wir bügeln doch nicht unsere Fehler von gestern aus. Doch, gestern war's. Aus. Nee, vorgestern war's. Wir keine Chance haben. Aber Lottie Paxton? Aber Giselle gerade die Brav? Nee. Ach, nee, die. Lottie ist noch Ding. Lottie ist zum Ding geworden. Die war schon irgendwie knuffig. Aber Giselle, okay, scheiße. Dyson. Ist sonst einer vermisst? Nicht, gell? Nur sie und er noch. Und halt Dyson Delaney, der ist hier oben. Den schnapp ich mir, aber. Jetzt, also ich glaube, den krieg ich. Weil der ist nur 1000 Punkte wert. Der war so eh schon nur 1000 Punkte wert. Werde ich ihn schon jetzt hinbekommen. Gucke ich aber mal kurz, ist in dem Gebiet, wenn ich hier gerade rumlaufe, irgendwer krank? Nein. Hier hat es komischerweise übelst alle erwischt. Hier hat es aber keinen erwischt. Hier hat es auch sehr viele erwischt.
bedenklich, das Gebiet, Alter. Boah, wir haben halt echt Kacke gebaut. Ich hätte ihm die 500 EP geben sollen. Ich hätte ihm die 500 Erfahrungspunkte geben sollen. Wieso hat er gerade sein Schwert gezogen? Aber hier sind doch nur Ratten. Eigentlich. Ein Level 20er Werwolf. Gerade der ist zum Werwolf geworden? Der zum Werwolf geworden ist? Okay. Ach, kleiner Schlüssel. 500 Punkte, ja. Das hat nur noch die Hälfte gebracht. Fuck. Naja, wir haben wenigstens die Hälfte der Punkte retten können. Zumindest für jetzt. Zumindest für jetzt. Die zwei krieg ich nicht. Ich ärgere mich gerade massiv drüber. Ich hätte die 500 Punkte... Punkte hätte ich ihm gönnen sollen. Wir wollen eigentlich hier rüber wieder. Ich hätte ihm die 500 Punkte geben sollen. Dann wäre der geheilt worden. Ich will mal übrigens gucken. Good evening. Hello again. Handeln, mal schauen. Can I see what you have to sell? As long as you have money. Was Blaues. Blau kaufe ich. Es kommt weg, weil ich es eh nicht nutze. Das ärgert mich so massiv. Warte, ich bin gleich wieder da. Hätte ihn heilen sollen. Ich hätte ihn heilen sollen. Aber ich habe da nicht dran gedacht. Mal wieder. Die zweite, die ich verkackt habe. Die Docks. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal. Wir machen jetzt erstmal eine Heilrunde. Die sollen jetzt erstmal alle so halbwegs geheilt werden. War halt echt ein Fehler. Vor allem, es ärgert mich massiv. Wenn man so gedacht habe, okay, der wirkt wirklich so, als ob er relativ gut im Reinen ist mit allem. Und er hat zwar das Problem, dass er eben Ding braucht, aber komm, er hat es ja irgendwie hingekriegt, dass er jetzt nur über das nur über das Menschenessen macht. Nach da unten hat er ein paar Leichen liegen, das geht schon. Wird schon klappen. Du killst hier niemanden. Yeah.
kämpfe eigentlich hauptsächlich über die Vampirfähigkeiten. Hauptsächlich kämpfen wir wirklich über die Vampirfähigkeiten. Unser Ding benutzen wir eigentlich kaum noch. Überall deutlich mehr los, Alter. Hier ist auch schon wieder einer. Ein großer. Aber schau mal her, hier ist deutlich einfacher. Einfach weil das Gebiet nicht bedenklich ist. Einfach weil das Gebiet viel entspannter ist. Also gut, es ist aktuell hier, das Krankenhaus ist nur auf stabil, weil komischerweise sehr viele krank geworden sind. So schlagartig. Da werden wir uns jetzt auch mal durcharbeiten. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doc. Do you require medical assistance? Vielleicht sollte ich einfach trotzdem mal gerade alle anquatschen, oder? Was sagt ihr? Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Ich glaube, wir haben eh keine Hinweise gerade wirklich für irgendjemanden noch gefunden, oder? Na gut, wenigstens gibt es immer Tippets. Wir quatschen mal mit Tippets. Wir quatschen jetzt mal alle durch. Einfach mal so. Einmal anquatschen, schauen. Hier haben wir nichts gefunden. Hier haben wir nichts gefunden. Er hat noch zwei Sachen offen. Wer 1700. Ich könnte halt wirklich gut mesmerieren überall mittlerweile. Muss ich halt leider wirklich sagen. Entschuldigung, Tippets. Ich habe nur gesehen, hier leuchtet was. Wenn ich euch hier nicht alle. Clay Cox. Habe ich damit nicht das letzte bei dir rausgefunden, Clay? Hey, Doc. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Wieso neuer Hinweis verfügbar? Haben wir doch schon alle. Lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. Er hat aus dem Waschlappen. Nee, der Waschlappen hat einen Waschlappen in der Hand. Das Gebiet ist doch eigentlich safe. Denkst du, da fällt so ein Clay Cox, den man eigentlich von Anfang an immer wegmacht, nicht auf? Nicht, oder? Wir brauchen Punkte. Trio, du bist da. Machen wir ihn weg oder nicht? Den guten Clay. I'll leave you for now. Und er macht definitiv nichts Negatives.
Also er macht schon negativ fürs Gebiet, ja. Aber, das sind nicht mehr so viele dann da, die man heilen müssten. Genauso wie vielleicht die zwei. Also ich überlege mal, entweder die zwei hier mit 2600 Punkten oder ihm mit 1000. Einen richtigen Wipe will ich nicht machen. Aber es ist unser einziger Safe-Spot, den wir noch haben. Dürfen wir auch nicht vergessen. Die Docks habe ich aufgegeben. Aber das Problem ist, die zwei kriege ich nicht, weil die sind noch zu hoch. Würde ich bekommen. Würde ich bekommen. Und würde ich bekommen, die drei hier. Die Docks habe ich aufgegeben. Die zwei könnte ich auch beide haben. Die zwei könnte ich auch nehmen, ihn nicht. Die Docks habe ich komplett aufgegeben. Es klingt vielleicht böse, aber die Docks habe ich aufgegeben. Da sind zu viele weg. Den habe ich jetzt weggemacht, den habe ich jetzt weggemacht. Die zwei schaffe ich beide noch nicht. Aber ich könnte hier richtig... Da fehlen halt vier Leute, aber gut, wir sind noch nur in bedenklich. Das sind wir hier auch schon... Die Gebiete so verkackt. Aber ihn können wir jetzt holen. Den können wir mesmerieren. Ich habe die Gebiete so hart verkackt. Genauso wie ich ihn, da haben wir eh schon alles. Und ihn mir holen könnt. Die zwei könnte ich mir auch schnappen. Also wenn wir also einfach mal durchgehen, punktetechnisch. Ich könnte die zwei mir holen. Die zwei mir beide. Hier die... Nee, die zwei. Und den Claycocks. Hier haben wir die hier ist, was ja interessant ist, hier sind wir bei 70%, hier sind wir bei 66%. Und das ist nur die Krankheit. Hier sind alle gesund, aber hier sind zusätzlich nochmal, naja. Ich überlege mir, ob ich mir in Whitechapel entweder hole ich mir einen Pembroke welche, tendenziell dann die beiden, weil die sind sowieso fertig. Den haben wir auch fertig und der ist auch gesund. Werden wir auch nichts mehr rausfinden. Denke ich. Good evening. Das ist echt scheiße. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. I'd like. Wise choice. Good evening. Good evening. Do you need? I'm afraid. That's easy. Goodbye, Miller. Der einzige Vorteil ist, es bringt auch Punkte. So, und du hast ein neues Gespräch. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by scars. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of old Bridget. And a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name. I've never heard of her.
Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. According to old Bridget, Skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans. Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Dass ich, das ist so ein Fehler oben, den da bin ich, da beiße ich mir echt in den Arsch. Ich weiß nur nicht, soll ich jetzt geduldig sein und die einfach aber noch ein bisschen am Leben lassen? Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. As long as you don't think. Goodbye for now. Die haben alle wegen Erschöpfung, hä? Mir gehen bald die Mittelchen aus. Do you need my assistance? Then you are. I wish. Haben wir halt auch schon alles rausgefunden. Jetzt ist er wieder ganz. So. Good evening. Wir haben keine Erschöpfungsdinger mehr. Aber das ist nicht schlimm, wir müssen. Also. Erschöpfung müssen wir ein paar Mal öfter herstellen. Wir gehen mal kurz rauf. Zu uns hinter, in das Ding. Es gefällt mir aber gar nicht, dass ich das so verkackt habe. Die meisten sind erschöpft oder so. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar Mittelchen her. Jetzt haben wir die schon mal auf lila. Hier brauchen wir halt noch ein gutes Teil. Das haben wir auch nicht. Gibt's gefühlt auch nirgends. Da bin ich mir immer noch nicht unsicher, ob ich vielleicht ein das Beil nehme. Aber es braucht ein bisschen mehr Ausdauer, weißt du? Die Säge ist so zack, 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 zack. So, also Erschöpfung sollte man haben, jetzt genug. Ach, da bist du. Ich hab schon gedacht, dir ist jetzt auch was passiert, ey. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure.
Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Jetzt aber schon. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the Stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Sogar meine Küchenrolle umgeworfen. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the Stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Warum können wir den eigentlich rein... Ja gut, weil der Storyteil relevant ist. Ich lutsche ab sofort alle aus. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. Nein. Ich trau sie nicht. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. Ich trau dir nicht. Die so voll Hass. The laws that dictate vampire reproduction. Die so extrem voll Hass. Finger weg. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Sein Blut ist sowieso 6000 wert, aber wir bräuchten Mesmerien 6. Nur so, war jetzt nur mal so rein theoretisch. Ich will ihn jetzt ja nicht auslutschen. Aber wenn ich wieder die Chance kriege, ist jetzt die zweite Stütze, wo ich mir gedacht habe, wir lassen sie am Leben oder sonst irgendwas. Alter, fuck. Wir haben zwei Gebiete verkackt. Anders kann ich es halt leider echt nicht sagen. Wir haben zwei Gebiete verkackt. Good evening. Do you require? Do you know? Despite well, at least. Goodbye, Mrs. Goswick. Und ich lasse die restlichen Punkte, die wir uns jetzt noch haben, nicht wieder wegnehmen. Good evening. Good evening. Is there any? Das ist auch noch ein Hinweis. Goodbye for now. Aber ich sehe gerade, hier liegt was. Unvollendeter Brief. Ah, Harvey Fiddick, da ist ein Punkt. Good evening. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Goodbye for now. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte halt wirklich keine Punkte mehr verlieren, weil ich dumm bin. Was anders war es ja bis jetzt nicht. Goodie. Oder weil ich es gut gemeint habe. Do you need... And that... Of course. Der hat nur so Blödsinn. Dann haben wir mehr als genug.
Ich glaube, ihr merkt, es ärgert mich immer noch. So, das Gebiet ist jetzt komplett geheilt. Dann gehen wir in das nächste bedenkliche Gebiet, was auch Aua machen wird. Whitechapel. Und heilen da mal kurz alle durch. Auch ihmchen hier. Und dann würde ich sagen, wäre die nächste Sache, die wir machen, Missionen. Wir haben da noch ein paar. Bevor wir auf Story weitergehen. Status bedenklich, ja. Richtig Bock zu. Er gibt dir gar nichts. Er gibt dir jetzt den Tod. Oder halt auch nicht. Was ist hier? War ich da schon drin? Hier ist aber nix. Ah doch, hier ist noch was. Ich bin nüchtern. Das ist so ein Moment, weil ich selber einen Fehler gemacht habe, wo ich am liebsten nochmal neu anfangen würde. Aber wir haben schon zu viel und zu lange gemacht, dass ich sag, okay, es lohnt sich noch. Es sind ja schon etliche Stunden vergangen. Aber jetzt habe ich zum zweiten Mal was verkackt, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob wir den Punkterückstand durch die das Verlorene je wieder aufholen können. Das weiß ich halt nicht. Habe ich irgendwie das Gefühl, den holen wir nicht mehr auf. Au. Ja, kriegen wir schon hin irgendwie. Auch wenn es nicht gut lief. So, jetzt sind wir aber erstmal hier. Jetzt sind wir erstmal safe. Hier sind keine. Müsst noch nicht. Ich muss mal gucken, wer hat denn hier was gehabt eigentlich? Ihr zwei gar nicht. Richard Nearcott. Boah, wer ist denn Richard Nearcott? Auf jeden Fall der Pfarrer hat Wort gehabt. Der ist erschöpft. Good evening, Mr. Whittaker. He's far. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. Ach, das hat er uns doch schon gesagt. You said. Good evening. In 50 Jahren. Ich ärgere mich immer noch über das letzte Mal verkacken. Ja. Hä? Warum? Nee, es macht halt alles schwieriger. Das, die Gebiete sind alle gefährlicher geworden. Und die Punkte, die Erfahrungspunkte, die ich rauslutschen hätte können, kriege ich nie wieder. Die sind weg. Das heißt... Du kriegst durch die normalen Gegner...
5 oder 10 Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt wie ihn hier heil 25 Erfahrungspunkte, also fast nichts. Wenn ich jetzt aber ein auslutsch, sind es 5000 Punkte oder 3000 Punkte. Ja, ich habe leider ein paar. Ne, ich habe halt so nach Charakter entschieden. Der kam mir ziemlich zufrieden rüber und allem drum und dran und mit allem, wie er hat. Und also habe ich ihn nicht getötet. Dann sind 4 verschwunden. Na, ich fange nicht neu an. Ist halt dann, jetzt sind halt jetzt die Kämpfe deutlich schwieriger. Mir fehlen halt viele, ich sage mal, mir fehlen gut 3-4 Levels dadurch. Wenn nicht sogar mehr. Warum? Die hat Hunger. Goodbye, Mr. Peterson. Er hat dich verarscht. Ja. Barrett Lewis, das ist er. Fancy buying something, sir? Aber genau solche finalen Sachen sind ja gut für die Spannung. Do you need to be on it? Really? Right. Oh ja, geil. Kaufe ich. Ja. Das große Problem ist halt, es ist nicht leicht jetzt dadurch geworden. Aber wo ist Richard Nearcott? Ach so, das ist der hinten auf dem Friedhof. Okay. Ich tue die jetzt erstmal heilen, damit die jetzigen Gebiete wieder zeitnah, also im nächsten Schlafen, nicht so weiter zusammenbrechen. Versuche jetzt aber mal länger nicht zu schlafen. Und erst die ganzen Missionchen alle mal durchzuarbeiten. Das Problem ist, wenn da einer von so einer Dreiergruppe verschwindet, sind alle anderen beiden auch weg. Do you need medical attention? I understand your appetite. Den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal. Also rein theoretisch könnte man immer wieder schlafen. Und die heilen und unsere Punkte wiederholen. Und auch kämpfen. Bin ich hier richtig? Der war nicht irgendwo da oben links, genau. Nur es macht's halt nicht so einfach. Der war gleich ganz down. So, warte. Nicht geplant. Die hier sind ja die Kleinen und alles sind ja noch immer relativ easy. Die sind so ein bisschen Wegproviant. Klingt vielleicht jetzt böse? Bin ich mich... Achso, ich muss eins weiter. Klingt vielleicht böse. Aber die sind Wegproviant. So. Die Skulls hier sind die Schlimmeren. Greifen wir denn an? Okay, da ist er da. So, aber jetzt können wir zu dem hier oben herauf. Wieder. Gut, wir haben 2000 Punkte. Wenn ich denke, die waren deutlich mehr wert. Es wären 4000 Punkte gewesen. 1100 haben wir nur gekriegt.
Lass mich rein. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Gentleman, sie jetzt hat erstmal deine Wohnung zu suchen. Irgendwelche Hinweise über dich oder deine Frau rauszufinden. War kein Thema, oder? Tell me, how do you see the world these days? It's locked. Mhm. Sammelobjekt. Nix. Nix. What kind of gentleman pays visits? Alles gut. What is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God. I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir. I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Gut, das ist alles kein Thema. Wir fragen jetzt erstmal durch. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Wo sind eigentlich meine Freunde? Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. War klar. Hinweise benötigt? Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Geheimes Fenster untersucht. So, I found another page of the diary, Mr. Swan. Anscheinend hat man schon mehr Seiten. Still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. So, das haben wir auch. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Can you give me something? Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. Hat jetzt schon 1700 Punkte wert. Deine Schwester auch direkt mehr. Ja. Könnten ja nochmal hingehen und mit denen reden. Also hier müssten wir, ich glaube jetzt, wo wir alles durchgehalten haben, definitiv auch stabil wieder rausrutschen. Weil ja nur, ich sage mal, nur die Stütze fehlt. Hier fehlen mehr.
Die habe ich aufgegeben. Muss ich ehrlich sagen. Aber aktuell komme ich noch ganz gut durch. Aktuell komme ich noch halbwegs durch. Daher mache ich mir gerade gar nicht so viele Gedanken. Solange ich noch halbwegs durchkomme. So, wir haben jetzt hier alle geheilt. Jetzt laufe ich hier einmal gerade durch zu seiner Schwester, quatsch sie mal kurz an. Und dann würde ich mal sagen, gucke ich mal so Richtung Stories ein bisschen, ne? Haben wir noch ein paar Whitechapel Stories? Warte. So, und dann links. Ist auch Blut so auf. Achso. Ja, nur weil deine Ding. Hätte ich nicht, hätte ich anders am machen sollen. My dear colleague. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Goodbye, Miss Swanborough. Das Gebiet hier habe ich noch nicht aufgegeben. Aber nur mal so rein hypothetisch. Hier fehlen 1, 2, 3, 4. Wobei die zwei zählen noch nicht ganz rein, weil die sind ja erstmal nur vermisst. Aber hier fehlen vier. Zwei sind tot, zwei vermisst. Hier fehlt keiner. Wäre das, oder hier sind wir dann auf bedenklich runter bei vier Stück. Wenn ich hier jetzt einfach mal so den Clay wegnutschen würde, zum Beispiel. Oder sagen wir mal die zwei hier. Wenn wir ja immer noch, hätten wir ja immer noch die Hälfte weniger wieder, oder? Oder ich mir hier die zwei vielleicht noch. So. Ihn brauche ich noch. So, rein theoretisch, weißt du, was ich meine? Nee, es ist kacke. Scheiße, ich kann die nicht alle, ich kann die nicht töten. Ich brauche die noch. Haben wir noch Missionen? Wir haben hier eine Mission. Notizen von Blindenschrift. Gucken wir mal auf die Karte. Wo ist die? Die ist hier oben. Ach, guck mal, da war ich ja fast. Also bringe Seite 3 von 4 zu Mason. Wo ist sie? Also sie ist immer noch da oben am Friedhof. Okay. Hier haben wir alles durch. Hier haben wir nur noch ihn. Nimm Plakate vom Start. Ach, der mit seinen Plakaten da unten. Nee. Tue ich mir nicht an. Da unten gerade. Aber ich habe keine Seite mehr, oder? Da ist nur er markiert, oder? Das ist nicht hier bringe die... Ja, doch. Nur seine Markierung. Wir könnten höchstens sie hier nach Whitechapel zurückholen. Hey, geh doch mal hin. Das heißt, wir müssen aber nochmal zum Friedhof. Dann bleibt uns ja gar nichts anderes eigentlich gerade über, als hier runter zu gehen und die Mission zu machen. Die Storyline.
Oder bin ich falsch? Warte mal, was? Ich habe noch die Machete ausgewählt. Ich habe noch die Machete ausgewählt? Pass auf, dann machen wir wirklich die Story jetzt. Wer bist du? Achso. Dann machen wir jetzt die Story. Wir haben alle erstmal soweit geheilt, haben 2000 Punkte über. Lohnt sich schlafen halt nicht. Mal schauen mit der richtigen Waffe jetzt. Ich habe echt die falsche Waffe die ganze Zeit gehabt. Kann das... Muss hier unten lang, oder? Der Werwolf auf einmal her. Da war doch gerade eben kein Werwolf, oder? So. Hier ist zu. It's locked. Fuck. Dann muss ich hier über die Brücke da irgendwie hin. Okay. Dann gehen wir darüber. Aber ich bin ehrlich, im Krankenhaus selber möchte ich ungern erstmal das Gebiet verschlechtern. Da ich die doch zu oft noch ins Krankenhaus muss. Lady Ashbury, was weiß ich, sind alle da. Die Docks, keine Ahnung, ob ich da überhaupt nochmal hin muss. Und Whitechapel, da fehlt halt nur die Stütze, weißt du? Alter, du gehst mir jetzt auf den Sack, Junge. Aber als Tutorial kam, soll man ihn ja schon töten. Kann das nicht so schlecht sein, oder? Ich bin gerade voll aufs Auslutschen, weil ich mir denke, wenn ich Pech habe, verkacke ich es und der ist wieder weg. Das wird schon irgendwie werden. Hi. Doch trotzdem definitiv einen stärkeren Flock. So, aber hier sind wir jetzt zum ersten Mal, oder? Das sollte man noch mal ein bisschen genauer rumgucken.
Wo was hier so ein bisschen ist, ha? Huh? So, nach links und rechts vielleicht mal schauen. Hier so, guck mal. Da komme ich nicht durch. Wenigstens von unten oder irgendwie sowas. Aber hier sollten wir uns mal noch genauer umgucken. Und schauen, was wir ein bisschen mitnehmen können. Hä? Hey? Hier ist ja auch zu. Da komme ich auch nicht hin. I cannot enter. Geht's hier lang? Ich hab das irgendwie das Gefühl. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich da nicht hinter will, hä? So eine frische Blutspur. Das war das, wo wir uns schon mal hingeschossen haben, oder? Hier unten. Ich guck mich gerade nochmal um. Nichts von Interesse. Hinten war jetzt aber auch nix. Nichts, was mich irgendwie im geringsten interessiert. So, hier rüber. Weiß ich nicht, bringt mir das was? Ich glaube, ich kann mich hier oben... Ja, guck mal, ich kann mich da hinschießen. Guck mich erstmal um. Weil vielleicht komme ich hier durch. Warte mal, ich will mir erstmal hier hochschießen. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Okay. Hier war ein Kampf, okay. Hier ist ziemlich viel frisches Blut, weißt du? Und hier ist ein Fenster, was eingeschlagen ist. Na, guck mal, wie viel frisches Blut hier ist. Gut, dann sind wir halt jetzt von der anderen Seite dahin gekommen. Als von da. Wie wäre ich denn hier eigentlich hergekommen? Doch die Tür. Nee, da ist ja auch zu. Da komme ich ja nicht hin. Nur von da gerade vorne, oder? Hier unten rum, hä? Hi. 22. Über die Docks. Wenn ich jetzt schon sehe, 22 über die Docks. Oh, ich merke, dass ich jetzt die richtige Waffe habe. Kann es sein, dass ich mir die einfach nur gebaut habe und vergessen habe auszuwechseln? Ja, über die Docks hier. North Docks. Endlich. Was denn? Ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich die falsche Waffe die ganze Zeit hatte. So. Aber über die North Docks wären wir dahin gekommen. Ich laufe mal kurz hier hinter trotzdem, um zu schauen, vielleicht ist hier die Tür offen. Ding Dong! Nicht. Okay. Folge der Blutspur. Nee, ja, also die ist... Die sehe ich kaum, die Blutspur. Also die ist kaum da. Und...
könnte ich noch was mitnehmen. Loot ist immer Loot. So, wir folgen der Blutspur. Achso, muss ich sie erst ehen? Der war doch gerade eben nicht da. Hat dir gerade dein Kollege in den Rücken geschossen? Nee, das ist Story, deswegen sind die 21. Frau durch die Straße. Arme Frau? Wo ist er? Ah, da war gerade eben keine Frau. Alter, wie viel Schaden der Arsch macht. Jetzt haben wir ihn. Boah, der hat echt Schaden gemacht, ey. Leck mich am Arsch. Guck mal, da ist ein Unterschlupf. So, können wir das jetzt hier? Gerade war doch nur die Rose da. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pocket. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Den Flock definitiv. Zusatzpunkte. Schocken. Definitiv. Definitiv den Flock und mehr Zusatzpunkte. Hier kriegt man nochmal Blutpunkte auf. Zusätzliche Schockpunkte. Ich gehe wieder nochmal auf Schocken. 41 und dann hier nochmal extra Schockpunkte. Guck mal, den haben wir jetzt schon auf Lila. Die Waffe haben wir auf Lila. Uns fehlt unsere Hauptwaffe noch auf Lila. Da haben wir aber noch keine Teile gekriegt. Achso. Aber. Folge der Vampir. War der Weg, den wir schon mal geschossen hatten. So,
Sammelobjekt. Gucken wir uns erstmal wieder um hier. Füllen Munition auf. Und gehen wieder raus. So. Ich schätze, wir sollen uns da hochschießen. Hier den Weg. Wir sollen sie verfolgen. Ja, guck mal, das war der Weg, den wir schon mal hatten. Wo wir hier rauskamen und so, hä? Was bringt uns denn, wenn wir uns hierher kommen? Ja. Guck. Das ist 1:1 der Weg. Wenn ich schon direkt dran vorbeilaufe, muss ich es mitnehmen. Ich hab's zu rennen hören. Jonathan. What was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Na gut, wir sind auch nicht besser. Ich glaube, ich weiß, was auf uns zukommt. Ich glaube, ich weiß, was auf uns zukommt. Oh nein. I can still sense a presence. Ich glaube, ich weiß, was uns zukommt. Ich hab's ja schon mal gesehen, das Spiel so ein bisschen. Ich glaube, ich weiß, was auf uns zukommt. Ah, oh oh. Asche zu Asche. Ah, guck mal. Wir haben jetzt schon Erfahrungspunkte gekriegt. Wir können doch direkt gehen, oder? Please help me. You. What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon. Hell Scourge. Son of Perdition. Vicar. Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead, like your Christ, Vicar. Nee, doch nicht. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters.
then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget, puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. You've killed me, brother! Come to me, Jonathan. Abomination. Ja, aber mehr komplett aus Versehen. Ja.
kill him. Revel in your true nature. Slayer! What have you done? Fuck. Alter, hör auf mich zu treffen, du blöde Kuh. It's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. No, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Ich hab halt einmal alles verjagt, was ich gerade hatte an Unterstützung. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. At last, I can forgive you. Das hatte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber den Kampf kannte ich schon. Ich muss übrigens selber drücken. Egal was ich drücke, der geht voran. Einige Nächte später. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence,
while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Alter. Nein! Finde den Ursprung der Epidemie im West End. Im West End? Neuer Dialog verfügbar, wieso im West End? Na guck mal, das ist jetzt gesund. Das ist kritisch geworden. Okay, weil die krank sind noch. Oh, ich will die irgendwie nicht in das Gebiet. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich nicht schlafen, aber hey. Es ist komplett egal gewesen. Es wäre komplett egal, ob ich schlafen gehe oder nicht. Die Frage ist nur, wie komme ich ins West End? Meine Hauptquest ist hier. Lady Ashbury Einladung. Und jetzt? Ach, muss ich hier hin. Vielleicht ist die Tür jetzt offen. Boah, Alter. Ich gehe jetzt schlafen. Aus zwei Gründen. Einmal, wir haben 8000 Punkte, die verteilen wir gleich. Wenn wir darunter müssen, brauchen wir diese Punkte. Zweitens, ich brauche eine höhere Heilung. Kosten. Sehen, es wird teurer an Blut. Das heilt uns auch deutlich mehr. Aber Heilung 100, Heilung 200. Du tauschst die zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Du gibst mehr Blut auf, um dich sofort zu heilen. Wenn, dann brauche ich es eh meistens sofort, wenn ich es einsetze. Zweitens brauche ich definitiv mehr Schaden auf dem Biss. Und mehr Blut von dem Biss. Wieso nur noch 900? Ach, guck mal. Wir brauchen deutlich mehr Heilleben. Und mehr... mehr hiervon. Wir haben noch keine Ult oder sowas. Wir schlafen jetzt. Wir machen jetzt aber auch nach dem Story-Cut erstmal Ende für heute. Es ist immer noch gesund. Da hat sich nichts verändert. Hier noch zwei krank geworden. Es ist eh kritisch. Da hat sich nicht viel verändert. Die zwei heilen wir. Dann machen wir das nächste Mal eine große, dicke Runde heilen und was weiß ich alles. Sie ist noch krank geworden, okay. Hier bleibt's, weil wir noch keinen kennen davon. Wir sind Bahnstufe 3, das heißt, wir können eh nicht alles mitnehmen. Gerade. Dann würde ich jetzt halt Schluss machen für heute. Und wir sehen uns.